4 und die 7, die stecken auch in der Umkehrung der Multiplikation wieder drin. So, wie lernt man das? Und das, dazu mache ich mal ganz kurz Pause. Schreibt es auf, wir diskutieren es durch und dann fassen wir es zusammen. Jetzt haben wir schon eine Möglichkeit. Und zwar einen kleinen Zettel machen und die das einmal eins, was man nicht so richtig kann, oder die Aufgaben, die man nicht so richtig kann, hier einfach draufschreiben. Einmal 7 ist 7, diese ganzen Aufgaben draufschreiben und diesen kleinen Zettel stets mit sich tragen. Und bei jeder möglichen Gelegenheit, wenn man mal gerade Pause hat, nicht Schulpause, sondern einfach mal so nichts tut, schnell drauf gucken. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Also erstens, das wäre der Zettel. Und mit dem Zettel kann man schon viel erledigen. Und jetzt kommt's. Jetzt schreibe ich, ich mache nochmal Pause, jetzt schreibe ich mal auf den Zettel was drauf. So, jetzt haben wir uns einen Zettel gemacht. Ich habe den Zettel mal vergrößert. Und zwar, da steht das 1x7 drauf. Wir haben uns jetzt auf das 1x7 geeinigt. So, und diesen Zettel, jetzt kommt die Methode. Wie lernt man es am besten, das 1x1? Indem man laut lernt. Laut warum? Es gibt drei Kanäle. Erster Schritt, wir lesen. Da muss das erste Mal durchs Gehirn. Zweiter Schritt, wir sprechen. Das muss wieder vom Gehirn verarbeitet werden. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Wir hören uns zu. Wir hören uns. Und wir hören uns deswegen auch, damit wir uns kontrollieren. Sonst würden wir die Tonhöhe nicht richtig sprechen können. Wenn man nichts hört, kann man das nicht kontrollieren. Sowas gibt es. So, das heißt also, wenn ich das laut lese, habe ich 1, 2, 3 Mal gelernt. Das ist dreifach schneller. Dreimal gelernt. So. Also lese ich es laut und zwar lesen. Zu Anfang lesen und nachplappern wie ein Papagei, damit das sofort intus geht. Und diese Methode eignet sich auch dazu, Gedichte zu lernen oder DIN A4 Seiten von irgendwelchen Text auswendig zu lernen. Ich kann es nur versprechen, es funktioniert super und schnell. Wir haben es ja ausprobiert. Das geht so. Man sollte innerhalb von 10 Sekunden das ganze Ding runterrasseln können. Nur lesen. Richtig abgucken. Und wenn man es ohne Fehler richtig lesen kann, dann macht man was das nächste. Dann nimmt man diesen Zettel und legt ihn weiter weg. Ich mache das mal anders hier, indem ich sage, ich werde das einfach mal kleiner machen. Wenn ich es dann von weiter weg, also kleiner sehe und immer noch lesen kann und noch weiter weg gehe und es nur noch ahnen kann, dann habe ich es gelernt. So, aber das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Das heißt, ich werde es mal probieren, ob ich das schaffe. Ob ich so schnell lesen kann. Probieren wir es mal aus. Tief Luft holen. Achso, und noch was. Damit es schneller geht, sagen wir nicht ist gleich, sondern gleich. Aber unbedingt alle Bestandteile. 1x7 = 7. Alles sprechen. Na dann. 1x7 = 7, 2x7 = 14, 3x7 = 21, 4x7 = 28, 5x7 = 35, 6x7 = 42, 7x7 = 49, 8x7 = 56, 9x7 = 63, 10x7 = 70. Ich kann auch sagen ist statt gleich. So, wenn ich das dann so schnell fehlerfrei lesen kann, wie gesagt, dann schnappe ich mir den Zettel und lege ihn weiter weg. Wenn ich es dann immer noch lesen kann, 1x7 = 7, 2x7 = 14, 3x7 = 21, 4x7 = 49, dann gehe ich noch weiter weg. 1x7 = 7, 2x7 = 14, 3x7 = 24. Oh, wenn ich mich verspreche, gut, gehe ich wieder weiter ran. Wenn ich es dann wieder kann, lege ich es wieder weiter weg. Bis ich es wirklich von 3 Metern Entfernung lesen kann, und da machen wir uns nichts vor, dann kann man nicht mehr lesen, aber wenn ich drauf gucke, stelle ich mir die Zahlen im Kopf vor und kann es lesen. Wenn ich so weit bin, dann bin ich erst in der Lage zu sagen, na gut, dann decken wir mal diesen Teil des Ergebnisses ab. Wenn ich so weit bin, dass ich das dann auch mit abgedeckten Ergebnissen kann, dann kann ich die Aufgaben unterschiedlich mischen. Wenn ich so weit kann, dann kann ich auch rückwärts sagen, 14/7 = 2 oder 14/2 = 7 und so weiter. Das ist die Methode und die werden wir jetzt üben und dazu halte ich das Video nochmal an. So, wir haben es jetzt geübt. Das heißt, wir haben unseren fiktiven Zettel. Fiktiv heißt, der ist nicht da. Wir bilden uns das ein. Imaginär kann man auch dazu sagen. Wir haben das jetzt mal geübt und laut vorgelesen. Zu Anfang waren es mal 15 Sekunden. Irgendwann kommt man dann schnell auf 10 Sekunden, beziehungsweise sogar 7 Sekunden, wenn man ganz schnell ist und das runterrasseln kann. Erst dann wird der Zettel verkleinert. Also, 1x7 = 7 oder 1x7 = 7, so kann man es sagen. Nicht ist gleich, das kostet zu viel Zeit. Wenn man dann unter den 10 Sekunden bleibt, dann ist man gut. Und nicht versprechen. Hier steht 35, manche haben, na, so richtig das 1x1 noch nicht drauf und haben 36 draus gemacht. So. Wenn man aber jetzt zum Beispiel eine Aufgabe
nehmen wir mal, 6 mal 7 ist 42 und man sagt 47 dazu, bloß mal angenommen. Und man ärgert sich, verdammt nochmal, dann wiederholt man diese Aufgabe immer wieder und sagt sie laut vor sich hin, 6 mal 7 gleich 42, 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 6 mal 7 gleich 42 und das so oft wie möglich, bis das sitzt und dann klappt das. Wir hatten vorhin das mit dem 3 mal 7, da hatte ich extra einen Fehler eingebaut und der Fehler hat sich eben fortgeschlichen, aber das kriegt man ganz schnell wieder raus. Das zum ersten Teil. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.